Herzlich willkommen zu Nicht lang schnacken. Mein Name ist Lara und ich habe zwei wundervolle Gäste heute hier. Wollt ihr euch vorstellen? Fang an. Ja, hallo. Freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin der Pascal. Und hallo, ich bin der Sven. Auch Bauschi genannt. Klasse. Wir haben heute ein ganz spannendes Thema. Semti. Das sagt mir schon was, weil ich es öfter höre. Aber trotzdem habe ich keine Ahnung, wenn ich ehrlich bin. Okay, dann wäre es ja ganz spannend. Du erklärst uns mal, wie du ganz laienhaft das Ganze bisher interpretiert hast. Oh Gott. Das fangen wir gleich direkt an. Freut ihr das? Soll das hier lustig werden oder? Auf jeden Fall. Ich muss jetzt Semti erklären. Du hast dich selber da rein manövriert. Nee. Ja, so ein bisschen. Da mache ich mich voll zum Affen. Okay, warte, du kannst ja zumindest schon mal erklären, was hast du davon gehört? Was ist das? Es hat mit Netzwerk zu tun. So viel kann ich sagen. Ja, zumindest für das, was wir behandeln wollen, absolut richtig. Die Semti oder die Society of Motion Picture and Television Experts, die machen noch deutlich mehr. Wir wollen uns aber konkret um SMPTE ST2110 heute kümmern. Und ja, das hat natürlich was mit Netzwerk zu tun. Also schon mal ein Punkt für dich. Ich wollte gerade sagen 100 Punkte, aber... Ja, wir sammeln jetzt fleißig. Ja, hast du denn noch was gehört von Semti, was das sein könnte? Ja, Bildübertragung. Ja. Ja, ja, ist ein wichtiger Teil davon. Wenn unkomprimiert, meist -20 oder ist -20 in unkomprimiert, kann aber auch komprimiert sein. Geht also darum, Video, Audio und Metadatenessenzen über Netzwerk zu übertragen. Das Schöne, über ein offenes Protokoll, nicht proprietär. Im Broadcast-Bereich schon sehr en vogue und auch in unserem Umfeld, also für den Veranstaltungsbereich, immer mehr im Kommen. Du hast ja gesagt, Semti 2110. Ich wurde aber schon mal darauf hingewiesen, dass das eigentlich anders heißt. Also wenn man es ausspricht oder hinschreibt, dann wird das so wie ausgesprochen? SMPTE ST2110. Sehr gut. da gibt es aber, du hast ja schon -20 quasi erwähnt, also das heißt, es gibt da viele Striche und Nummern am Ende. Genau, ich glaube, das würde den Zeitrahmen sprengen, wenn wir alle Unterstandards hier thematisieren würden. Das Wichtigste hier zu sagen wäre, die Essenzen sind separate Streams. Das heißt, Audio, Video und Metadaten sind nicht miteinander gekoppelt. Das heißt, man kann sie auch danach im Netzwerk getrennt weiterverarbeiten. Also als Beispiel, das Tonpult bekommt nur die Audio-Essenzen, das Videopult nur die Video-Essenzen. Das hört sich ja erstmal nicht schlecht an, dass man das so auftrennen kann und jedes Gewerk kann es für sich nutzen. Ist das denn auch vergleichbar mit anderen Protokollen, die es irgendwie so gibt? Also es gibt ja einen anderen Standard, der nennt sich ja, also was heißt Standard? Es gibt ein proprietäres Protokoll namens NDI. Das wird ja immer gerne damit verglichen. Warum macht man das immer so gern? Also sie haben natürlich Gemeinsamkeiten. Beide übertragen irgendwie Video über Netzwerk. Den Punkt muss man ihnen geben. Allerdings neben dem, wie du schon gesagt hast, das eine ist eine proprietäre, herstellergebundene Lösung, das andere nicht, ist 2110 oder kann 2110 unkomprimiert sein oder relativ leicht komprimiert, deutlich weniger komprimiert, als es NDI zum Beispiel wäre. Okay. Und das schlägt sich dann natürlich auch auf so Themen wie zum Beispiel die Latenz für eine solche Übertragung nieder. Wenn jetzt jemand sagt, boah, das hört sich ja irgendwie interessant an und würde sich gerne damit beschäftigen, wo kriege ich denn Infos her darüber, was das denn ist? Ja, eine Steilvorlage für einen Lang Academy Werbeblock. natürlich beschäftigen wir uns mit dem Thema und bieten bei uns in der Academy die passenden Schulungen an. Wir sind aber natürlich nicht die Einzigen, die sich damit beschäftigen. Beispiele. Was könnte man mit Semti 2110 denn machen? Also was ich super faszinierend finde und wo ja, also klar ist es über Netzwerk, das ist halt schon mal ein großer Punkt, vor allen Dingen was Reichweite angeht von Videosignalen, weil darüber müssen wir uns ja auch immer Gedanken machen. Bandbreite wird immer höher. Wenn man jetzt daran geht, 3G-Signale, das kriegen wir alle noch irgendwie gehandelt, auch über Kupferkabel, aber mit 12G-Signalen, da wird es langsam schon enger auf jeden Fall. Also bei uns im Mietpark im Übrigen gibt es nur 7,5 Meter Kabel, was das längste Kupferkabel in typischer Weise ist. So. Wir haben da noch einen Special-Fall mit 30 Metern, aber... Was daumendick ist im Übrigen. aber so, man merkt halt...
physikalisch kommen da langsam die Grenzen, was Kupferkabel angeht. Deswegen geht man ja langsam auch immer mehr über Glasfaserübersetzer zu nehmen, was aber natürlich auch immer mit viel Aufwand und Geräten verbunden ist. Aber Netzwerk, da klingelt es doch. Das heißt, könnte es vielleicht ein bisschen einfacher werden, ein Signal zu übertragen? Ja, also es gibt natürlich immer Vor- und Nachteile. Es gibt Dinge, die damit einfacher werden. Ich möchte aber nicht behaupten, dass alles in IP immer deutlich einfacher wäre als SDI. Aufgrund der hohen Datenraten, gerade wenn wir über unkomprimierte Signale sprechen, ist Glasfaser eigentlich fast immer gesetzt. Und damit sollten eigentlich alle Leitungslängenrestriktionen zumindest mal in unserem Umfeld vollkommen irrelevant sein. Also, dass wir über mehr als 10, 20 Kilometer Signal übertragen wollen, ist wahrscheinlich eher die Ausnahme. Und selbst wenn, ist auch das natürlich möglich. Wenn ich denn jetzt überlege, das hört sich doch alles gar nicht so schlecht an, weil über Netzwerk gibt es natürlich auch Vorteile, wie da gibt es ja auch Überlegungen, jetzt wenn man also jetzt ein Signal verteilen möchte, dann macht man das häufig über Kreuzschienen, was ein großes Gerät bildet und ganz viele Kabel, die miteinander verbunden werden. Könnte man denn nicht auch überlegen, anstatt eine Kreuzschiene, die halt Bildsignale verteilen kann, auch einfach das über einen Switch zu machen? Genau, also grundsätzlich würde es einen Paradigmenwechsel darstellen. Ich habe keine Punkt-zu-Punkt-Verkabelung mit einer zentralen Matrix mehr. Ich weiche das Ganze auf. Mein Switch übernimmt zumindest mal hardwaretechnisch eher so die Position meiner Matrix. Ich bin natürlich nicht nur auf einen einzigen beschränkt. Ich kann nahezu unbegrenzt viele Switche miteinander verheiraten und so sehr gut skalieren. Auf der Softwareseite ist es dann eher eine Aufgabe für so ein Tool wie NMOS oder ein Protokoll wie NMOS, die Funktionalität und Usability, die ich eigentlich von einer Kreuzschiene erwarte, nachzubilden, um das eben in die Netzwerktechnik zu übersetzen. Hört sich für mich erstmal super stimmig an. Also man kann schon sagen, dass sich da Gedanken drum gemacht worden ist. Ja, natürlich. Also generell das ganze Thema 2110 und auch IPMX eher so für den Veranstaltungsbereich zugeschnitten, sind natürlich Themenfelder, die noch relativ jung sind. Mhm. Das heißt, nicht alles ist bis zum Ende fertig entwickelt. Also es gibt Weiterentwicklungen, es wird daran geforscht, gearbeitet. Das heißt, wir können schon sehr, sehr vieles machen. Da kommt aber auch noch sehr vieles in Zukunft, was uns das Leben dann hoffentlich noch einfacher macht. Du hast jetzt schon ein spezielles Wort im Mund genommen und das nennt sich IPMX. Ja. Was ist IPMX und was hat das mit SMPTE 2110 zu tun? Also grundsätzlich hat man sich erstmal die ganzen Standards rund um SMPTE ST2110 angeguckt und wenn wir das Ganze für eine eventtypische Anwendung betrachten, dann gibt es da ein, zwei Punkte, die 2110 eben nicht erfüllen kann. Um mal so ein paar zu nennen, zum Beispiel EDID-Transparenz, der HDCP-konforme Signalketten etc. Natürlich hätte man jetzt sagen können, okay, 2110 kann das Ganze nicht leisten, lassen wir sein, wir überlegen uns was Neues. Hat man zum Glück nicht gemacht. Mit IPMX versucht man, einen Standard zu entwickeln, der überall, wo es möglich ist, auf 2110 aufsetzt und überall da, wo erweiterte Funktionen nötig sind, diese eben zu implementieren. Heißt also, die Kerntechnologien sind sehr, sehr vergleichbar. Also eine unkomprimierte Videoübertragung, wie sie bei 2110 passiert, ist quasi identisch auch so in IPMX spezifiziert. Ein anderer Punkt, der da, glaube ich, immer wichtig zu erwähnen ist, 2110 benötigt immer eine zentrale Synchronisation über PTP, also ein, ich sage mal, Blackburst Relevel in der Netzwerkwelt, PTP Precision Time Protokoll. IPMX kann auch per PTP synchronisiert werden, es gibt aber auch einen Modus, wo das Ganze eben ohne PTP funktioniert. Eben wieder, um eine klassische Infrastruktur nachzubilden, denn nicht in jeder HDMI-DisplayPort-Welt ist zumindest Stand jetzt ein Taktsignal mit im Spiel. Also hört sich ja so an, als wäre das für unsere Veranstaltungsbranche genau die perfekte dafür Ergänzung. Ist es gedacht. Also wenn man es ganz bildlich einfach darstellen möchte, kann man eigentlich sagen, SMPTE ST2110 ist das SDI in der IT-Welt und IPMX das HDMI. Oder ist geeignet,
eine solche Infrastruktur zu ersetzen. Was sagt die Lara denn dazu? Sehr technisch. Aber ich versuche zu folgen. Aber ich habe das richtig verstanden, dass noch nicht alle Geräte darauf ausgelegt sind, richtig? Ja, also wir sind gerade am Anfang. Für SMPTE ST2110 ist man schon deutlich weiter. Also im Broadcast-Umfeld wird das auch schon gemacht, auch im großen Stile. Gerade wenn wir Richtung IPMX und die für den Veranstaltungsbereich nötigen Erweiterungen reden, dann ist das was, was noch relativ neu ist. Es gibt schon die ersten Produkte. Mittlerweile sind die Kernkomponenten des Standards auch verabschiedet, seit Februar diesen Jahres. Da kommt aber noch das ein oder andere. Also egal, mit welchem Hersteller man sich unterhält, und ich lade nur jeden dazu ein, den Hersteller seiner Wahl auch einmal auf das Thema anzusprechen. Die allermeisten haben das Thema auf dem Schirm. Es passiert sehr, sehr viel hinter den Kulissen. Die nächsten Jahre werden da sicherlich sehr, sehr spannend. Was ich interessant finde, ist, dass SMPTE 2110 in der Kamera-Broadcast-Welt ja schon total angekommen ist. Also wenn man eine neue Broadcast-Kamera sich anguckt, dann hat die eigentlich immer SMPTE 2110 draufstehen. Das ist aber auf der anderen Seite noch nicht so großartig der Fall. Das heißt, wir können SMPTE 2110 Ströme generieren und ins Netzwerk schicken, aber so viele Geräte, die das verstehen und aufnehmen können und verarbeiten können, gibt es noch nicht. Ja, es kommt aus dem Broadcast-Umfeld. Das heißt, all die Produktkategorien, die man klassischerweise im Broadcast-Bereich hat, die gibt es auch schon mit den entsprechenden Schnittstellen. Also wie du schon sagtest, Kameras, aber genauso auch Bildmischer, Recorder etc. kann man alles machen. Wenn wir mehr Richtung Produktkategorien aus dem Veranstaltungsumfeld schauen, dann ist das noch etwas übersichtlicher. Aber wir hatten auch was auf dem ISI-Stand, was das schon gemacht hat, korrekt? Tatsächlich hatten wir nicht nur ein Gerät da, was das gemacht hat. Danke für die Steilvorlage an dieser Stelle. Wir haben natürlich unseren kompletten ISI-Messestand auf Basis von SMPTE ST2110 bespielt. Das heißt, überall da, wo es möglich war, direkt nativ, da, wo es nicht möglich war, gewandelt. Das war also jedes Videosignal einmal Netzwerk auf dem Weg dazwischen. Im Bereich der LED-Controller gibt es da mittlerweile auch schon viel Bewegung. Also sowohl Novastar als auch Brompton jetzt hier zum Beispiel haben schon Lösungen entweder verfügbar oder schon angekündigt. Dauert also nicht mehr lange, bis die real verfügbar sind. Auf der Quellenseite haben wir auf der ISI ja zum Beispiel AV-Stumpfels Pixera mit nativer 2110-Integration gezeigt. Wir kommen also langsam dahin, dass man einen End-to-End-Workflow nativ auf IP abbilden kann. Grundsätzlich wäre das damit also eigentlich immer das Ziel oder ist immer so meine Wunschvorstellung, möglichst viel nativ zu machen. Umso mehr Konverter, Wandler ich dazwischen baue, umso mehr Komplexität und Fehlerquellen baue ich mir ein. Stand jetzt bräuchte ich an der einen oder anderen Stelle noch einen Wandler, in naher Zukunft hoffentlich nicht mehr. Man merkt halt schon, dass wir auf der NRB, der Pascal und ich waren ja auf der NRB diesen Jahres in Las Vegas, dass SMPTE 2110 schon sehr präsent war. Also jeder hat zumindest darüber gesprochen, wenn nicht sogar auch neue Produkte gezeigt oder hat direkt angekündigt, es gibt auf jeden Fall von uns bald auch Produkte, die das können. Das ist schon wichtig, oder? Also man hat da schon gemerkt, dass Bewegung drin. Genau, die Bewegung ist sehr, sehr schön mitzuerleben. So ein Standard lebt natürlich davon, dass er möglichst weit verbreitet ist. So ein Standard gewinnt nur dann, wenn ich jede Produktkategorie auch damit abbilden kann. Nützt überhaupt nichts, das irgendwie nur in Nischen verfügbar zu haben. Wenn es wirklich eine Baseband-Infrastruktur ablösen soll, muss ich es ganzheitlich umsetzen können. Daher ist es halt wirklich wichtig, dass möglichst viele Hersteller auf den Zug aufspringen, dass sich alle einig sind und alle am selben Strang ziehen, damit man das eben nachher gewährleisten kann. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt Produkte kaufe, sollte ich eigentlich auch darauf achten, dass die das schon können? Die Idee ist auf jeden Fall erstmal gut. Man sollte es auf jeden Fall im Hinterkopf behalten oder sich einmal Gedanken machen, wenn ich jetzt in neue Infrastruktur investiere, dass das Ganze möglichst zukunftssicher ist. Ja. Eine 2110 IPMX-Schnittstelle oder Kompatibilität wäre damit natürlich wünschenswert. Nicht alles kann man aber, wie gesagt, Stand heute, wenn du jetzt etwas kaufen wollen würdest, umsetzen.
Nächstes Jahr dann. Nein, aber auf jeden Fall bietet es sich an, es im Hinterkopf zu halten und sich Gedanken zu machen, wo kann ich es schon umsetzen, wo warte ich vielleicht absichtlich noch ein bisschen. Ja, okay. Jetzt habe ich im Lager ein Gigabit-Switch liegen. Und sag, das ist geil, schön für dich. Ich würde das jetzt auf jeden Fall mal ausprobieren, Zemtia in 2010 zu machen. Wie hoch ist meine Erfolgsrate, dass das klappt? Du wirst auf Probleme stoßen. Ich habe vorhin ja schon mal angedeutet, die Datenraten sind relativ hoch. Wenn wir unkomprimiert reden, kann man als Faustformel eigentlich immer so die SDI-Standards ganz gut daneben halten. Also ein 3G-SDI braucht etwas weniger als 3 Gigabit, ein 12G-SDI entsprechend etwas weniger als 12 Gigabit, also ein bisschen mehr als 10. Irgendwo so dazwischen landet man. Heißt, für 1 Gigabit würdest du so im SD-Bereich vielleicht Erfolge erzielen können, wenn wir von unkomprimiert reden. Wenn wir es komprimieren, dann hättest du natürlich eine Chance, auch mit Gigabit-Infrastruktur weiterzukommen. Spätestens aber, wenn wir uns Uplinks, also die Verbindung zwischen mehreren Switchen, anschauen, also auf einer Leitung mehr als ein Videosignal übertragen wollen, spätestens dann wird es mit Gigabit schwierig. Okay, das heißt, man müsste auch auf jeden Fall darauf achten, was für eine Infrastruktur habe ich, was benötige ich an der Bandbreite, und darauf muss ich natürlich auch den Switch dann halt vorsehen. Ja, aber der Vorteil ist natürlich, wenn ich mehrere Switche miteinander verbinden kann, dass ich halt natürlich an meinen Punkten, die ich so habe, wie zum Beispiel FOH oder Bühne, dass ich dann da jeweils einen Switch hinstellen kann und da alle Daten bzw. Videosignale abgreifen kann. Natürlich, also das ist einer der Vorteile von allen AV-over-IP-Standards, also immer wenn die Infrastruktur klassische IT-Technik ist, dass ich eben nicht darauf limitiert bin, dass eine physische Verbindung auch nur ein logisches Signal beinhaltet. Heißt, ich kann, solange die Bandbreite mitspielt, beliebig viele Signale in einem Kabel zusammenfassen und mir damit auch sehr nette hybride Infrastrukturen bauen. Also überall da, wo ich ein paar mehr Punkte brauche, platziere ich einen Switch und habe damit auch einen Vorteil, was die Verdrahtung angeht. Was ein Vorteil von Zemtia 2010 ist, fällt mir gerade ein, was du immer gerne nimmst, ist, dass man ja nicht nur eine Signalstruktur haben kann, sondern man kann ja auch einen Backup-File generieren. Genau, wunderbar. Wieder vielen Dank für die Fallvorlage. Du spielst natürlich an auf SMPTE ST2022-7 die Möglichkeit, einen redundanten oder auch mehrere redundante Videostreams zu übertragen. Die Idee ist, so ein Gerät hat dann nicht mehr eine Netzwerkschnittstelle für den Videotransport, sondern eine zweite. Auf beiden Wegen wird derselbe Inhalt übertragen als separate Streams, und jeder Decoder ist in der Lage, beide ankommenden Informationen zu vergleichen miteinander und wirklich seamless auf einen der beiden überzuswitchen. Das heißt, jedes verloren gegangene Paket wird einfach ersetzt durch eins, das über die andere Leitung kam. Damit wäre ich wirklich in der Lage, zumindest mal auf Transportebene eine komplette Redundanz zu ermöglichen. Klingt erstmal gut, brauche aber damit dann natürlich doppelt so viele Leitungen, doppelt so viele Switche, weil ich die komplette Infrastruktur redundant auslegen muss. Ich denke da immer bei dem Thema bei unseren Kunden an den Jahreshauptversammlungen, die es so gibt, da wo immer eine sehr hohe Anforderung an Backup-Lösung eben halt gefordert ist. Das war jetzt in der Baseband-Welt, ist es immer eigentlich dann, irgendwo gibt es ja immer eine Schnittmenge. Das heißt, es ist ja dann in dem Fall die Kreuzschiene, die meistens dann eben halt dann umgeschaltet wird, falls irgendwas nicht funktioniert. Aber man konnte die Kreuzschiene eigentlich nicht wirklich backuppen. So, es war immer irgendein Element, was halt dann doch, vielleicht doch nicht wirklich die Backup-Lösung war. Das ist aber bei Zemtia 2010 dadurch möglich, wirklich eine komplette Backup-Lösung zu machen. Genau, also meistens oder eigentlich fast immer hat man in so einer klassischen Baseband-Infrastruktur irgendwo einen zentralen Punkt, der natürlich im Fehlerfall problematisch wird. In dem Fall meist eine Matrix. Mhm. Wenn ich das Ganze aber virtuell aufteile und über komplett redundante Signalwege bespiele, dann fällt der natürlich weg. Natürlich kann der zentrale Switch ausfallen, aber da ich noch einen zweiten zentralen Switch habe, übernimmt der einfach nahtlos die Aufgabe. Die
Herausforderung, die sich dabei aber auch noch ergibt, wäre potenziell eben das Monitoring meiner Lösung. Eben weil ich mit einem solchen redundanten Netz in der Lage wäre, nahtlos zu switchen, muss ich einen Mechanismus einbauen oder zumindest mir Gedanken darüber machen, zu merken, dass eigentlich gerade etwas ausgefallen ist. Umso besser so ein Backup-Fall funktioniert, umso weniger merke ich natürlich auch als Operator vor Ort, dass gerade etwas ausgefallen ist. Und dafür braucht es dann eben das entsprechende Monitoring. Lara, was sagst du denn jetzt so von SMPTE 2110? Also wir haben uns ja Gedanken gemacht, wir haben uns schon bewusst dazu entschieden, dass die Lara hier sitzt. Weil wenn man als, ich sag mal, Techniker oder eben halt, man spricht ja, also Pascal und sprechen da natürlich schon sehr oft darüber, dann verrennt man sich ja manchmal sehr gerne in den Tech-Talk oder 19-Zoll-Gespräche, wie man es auch gerne nennt. Und jetzt würde ich gerne wissen, was hast du jetzt so mitgenommen? Also was ist SMPTE 2110 jetzt für dich? Ja, es ist, finde ich, immer noch für mich sehr komplex, aber gut, ich komme halt nicht aus der Technik. Ich muss auch, glaube ich, nicht alles verstehen. Aber ich finde es sehr spannend, weil es wird uns auf jeden Fall in der Zukunft sehr viel begleiten. Und auch gerade neue Produkte, die da jetzt noch so kommen werden, bin ich mal gespannt. Aber ich glaube, dass es auf jeden Fall ein Weg sein wird, der vieles einfacher macht. Das habe ich auf jeden Fall daraus mitgenommen. Kann es auf jeden Fall. Ja. Genau. Und auf jeden Fall sicherer ist. Ja, also da gibt's, da könnten wir noch viele Stunden drüber diskutieren. aber ja, also es ist ein Thema, was uns auf jeden Fall in der Zukunft begleiten wird. Ich kann nur jeden dazu einladen, beschäftigt euch damit, sprecht gerne mit uns, ruft uns an, wie auch immer. Wir sind immer gerne bereit, natürlich auch über dieses Medium hier hinaus uns mit euch auszutauschen. Und wie der Pascal ja auch schon angeteasert hat, es gibt dazu eine tolle Schulung, die auf jeden Fall länger geht als jetzt dieser Podcast. Deswegen kann man euch nur ans Herz legen, wenn euch das interessiert. Und es wird halt auf jeden Fall ein Medium sein, was uns beschäftigen wird in den nächsten Jahren und auch, glaube ich, immer mehr ablösen wird. Deswegen, wenn ihr neugierig seid, dann kommt in die Schulung, da wo der Pascal auch ist. Vielleicht sollte ich die auch besuchen. Ja, okay. Sehr gerne, du bist herzlich eingeladen. Schön. Ja, und wenn ihr Fragen habt dazu, weil ich glaube, da gibt es einige Fragen dazu, weil es halt auch doch so ein komplexes Thema ist, aber ein sehr wichtiges und zukünftig, glaube ich, das Zukunftsthema. Also das merken wir ja auf jeglicher Messe. Schreibt uns, wenn ihr Fragen habt oder den Pascal direkt. Ja, also sehr gerne. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen neugierig machen. Wie gesagt, meldet euch gerne. Ja, und ihr wisst, wo ihr uns zu finden habt, und zwar wo? Auf LinkedIn, Instagram sind wir auch, Facebook, TikTok. TikTok. Postet oder schreibt auf jeden Fall Kommentare unter den Post, den wir für diesen Podcast gemacht haben. Wir freuen uns gerne über Feedback. Oh ja, gerne her oder damit. Oder Themenvorschläge, die wir beim nächsten Mal dran nehmen sollen. Und sonst vielen Dank, Pascal, dass du da warst. Ja, vielen Dank für eure Zeit. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Ciao.